ein Storyteller für Körper, Geist und Seele. Mit Herz und Verstand am Steuerrad des Lebens. Ein Video von Britta Remmel, ganzheitliches Coaching. Richtig wünschen, das Gesetz der Anziehung verstehen und anwenden. Der Verstand hatte verstanden, was er tun musste, damit sich all seine Wünsche endlich erfüllen konnten. Er klappte das Buch mit dem Titel Richtig wünschen zu und begann mit der Arbeit. Es war ja ganz einfach. Er musste sich nur ein paar Kraftsätze aufschreiben, sogenannte Affirmationen, diese dann täglich mehrmals in Richtung Herz wiederholen und schon würden sich all seine Wünsche erfüllen. Das Herz würde dann fast automatisch den Weg zu seinen Zielen finden. Also schrieb er: Ich muss die Flaute überwinden, um endlich fit und gesund zu sein. Ich suche die Schatzinsel, damit ich reich werde. Ich brauche unbedingt einen Partner für den Hafen der Ehe. Der Verstand wiederholte jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend seine Kraftsätze. Jeden Tag hielt er Ausschau nach dem aufziehenden Wind, der ihn in Richtung Fitness treiben sollte, der Schatzinsel, die ihn reich machen sollte, und dem Partner, der im Hafen der Ehe auf ihn wartete. Doch wo er auch hinsah, er entdeckte nichts. Das Meer lag leer und still vor ihm. Vermutlich musste er einfach ein bisschen geduldiger sein, überlegte er. Also affirmierte er weiter. Jeden Tag, jede Woche und jeden Monat. Doch nichts passierte. Zunächst bemerkte er auch gar nicht, dass das Heck des Bootes immer tiefer ins Wasser sank. Erst als es eines Tages einen Ruck gab, spürten Herz und Verstand, dass sie auf Grund lagen. Der Ruck, der durch das Schiff ging, erschrak den Verstand so sehr, dass er für einen Moment vergaß zu denken. Das ist immer ein sehr heilsamer Zustand, denn nur dann kann er das weise Herz oben in seinem Ausguck sprechen hören. »Das hast du nun davon«, maulte das Herz, »du und deine schweren Gefühle, die du tagtäglich aussendest.« Der Verstand war verwirrt. »Was meinst du damit? Ich habe doch jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend an etwas Positives gedacht.« »Das kann nicht sein«, schimpfte das Herz. »Ich habe diese Gefühle hier oben nie erhalten. Ich erhielt nur Schwere, Mangel und unendliche Leere.« »Das verstehe ich nicht«, murmelte der Verstand kleinlaut. Er hasste es, etwas nicht zu verstehen. »Ich habe tagtäglich die Sätze wiederholt, ich muss die Flaute überwinden, ich suche die Schatzinsel und ich brauche einen Partner.« Das Herz seufzte. »Ja, aber du hast dich nie gefragt, wie ich mich bei solchen Sätzen fühle«, erklärte es. Nein, das hatte der Verstand nicht. Er hasste es, wenn Gefühle mit ins Spiel kamen. »Weißt du«, erklärte das Herz geduldig, »die Schwingungen der See können nur mit einem ebenso schwingenden Gefühl in Resonanz gehen. Die See schickt uns das, was wir fühlen und nicht das, was wir wollen.« Der Verstand dachte darüber nach. »Du meinst, wenn ich affirmiere, dass ich die Flaute überwinden muss, dann schickst du das Gefühl der Schwere zu mir hoch«, beendete das Herz den Satz. »Die Affirmation, ich muss die Flaute überwinden, erzeugt ein schweres Gefühl im Körper. Und wenn ich affirmiere, dass ich die Schatzinsel suche, dann schickst du einen Mangel zu mir hoch. Du konzentrierst dich auf die Suche und nicht auf das Finden. Und wenn ich affirmiere, dass ich einen Partner brauche, dann sendest du ein Gefühl der inneren Leere zu mir hoch. Du brauchst erst einen Partner, damit du glücklich sein kannst. Die Leere erzeugt weitere Leere. Oder einen Partner, der ebenfalls nur braucht und nichts an Liebe zu geben hat«, erklärte das Herz. »Aber wie kann ich es denn ändern?«, fragte der Verstand. »Sei dankbar. Du kannst keinen Erfolg, keinen Reichtum und keine Fülle erhalten, ohne dankbar zu sein. Dankbarkeit entspringt dem Gefühl, dass du der Geschenke der See würdig bist. Das wiederum ist die richtige Schwingung, die die Erfahrung von Gesundheit, Reichtum und Fülle erst ermöglicht. Undankbarkeit und innerer Groll verstärken deine Mangelsituation und deine innere Schwere im Körper. Du musst die Sätze und Bilder so lange umstellen, bis sie im Körper ein Gefühl der Leichtigkeit, des Reichtums und der Liebe erzeugen. Es sind nicht die Worte, die das Gesetz der Anziehung aktivieren, sondern die Emotionen.
Du musst jetzt schon die Leichtigkeit fühlen, die der Wind erzeugt. Jetzt schon den Reichtum fühlen, der dir gehört. Jetzt schon die Liebe in dir entdecken, die du im Außen suchst. Nur dann kann ich aussenden, was du dir wünschst. Schick mir ein Bild und lade es auf mit einem guten Gefühl. Dann kann ich damit etwas anfangen, bat das Herz. Der Verstand setzte sich also hin und entwarf innere Bilder. Er verstand, dass er vielleicht nicht den Wind kontrollieren konnte, aber er konnte sich entscheiden, wie er die Segel setzen wollte. Er schrieb die Sätze, die er jetzt dank seinem Herzen fühlen konnte, auf. Ich richte meine Segel auf Gesundheit, Fitness und Bewegung aus. Und er fühlte sich sofort leicht und frei, weil er jetzt nicht auf einen bestimmten Wind warten musste. Er war ja auch eigentlich schon immer der Herr der Segel gewesen. Er hat es nur vergessen. Und er schrieb weiter. Ich bin so froh und dankbar, dass mein innerer Reichtum, meine Talente und Fähigkeiten sich jetzt äußere Realität erschaffen, die für mich sichtbar wird. Und er fühlte sich sofort innerlich erfüllt. Er war ja auch bereits im Innern reich. Er hatte einzigartige Talente und Fähigkeiten, die kein anderer hatte. Auch das vergaß er manchmal. Meine innere Selbstliebe darf jetzt überfließen und mit anderen geteilt werden. Und er fühlte sich sofort von der ihn umgebenden See, von seinem Herzen und seinem Körper geliebt. Und er war ja auch immer ein geliebtes Kind der See gewesen. Die See hat ihn eigentlich schon immer getragen, umspült und liebevoll eingehüllt. Von da an affirmierte der Verstand täglich Sätze, die er mit einem inneren Bild und mit Gefühlen auflud. Sein Herz wurde davon so fröhlich, dass es jeden Tag singen musste. Es sang eine wunderschöne Melodie. Diese Melodie war etwas ganz Besonderes. Sie war sehr gefühlvoll und sie konnte mit der See in Resonanz gehen. Es war eben seine ganz eigene Herzensmelodie, die aus ihm heraus entstanden und jetzt endlich ausgesandt wurde. Das Boot wurde immer leichter, bis es schließlich wieder mit dem Strom mitschwimmen konnte. Es dauerte nicht lange und das Leben begann sich zu verändern. Das Leben veränderte sich in einigen Punkten genauso, wie es sich der Verstand gewünscht hatte. In anderen Punkten passierten auch ganz neue und völlig unvorhergesehene Dinge, die sich aber gut anfühlten. Wenn man sich dafür entschieden hatte, sich jetzt schon mal gut zu fühlen, dann wurde es immer unwichtiger, ob man die perfekten Lebensinseln erreicht oder nicht. Denn dann war der Weg bereits das Ziel. Für den Verstand war die Erkenntnis völlig neu. Das Herz hingegen summte einfach sein Lied, während sich der Körper im Hier und Jetzt glücklich von Welle zu Welle tragen ließ.